Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT in Ranked natürlich. Letztes Mal haben wir ein bisschen. Was nehmen wir? Überforderung! Wir nehmen Shen. Letztes Mal haben wir Gestaltenwandler genommen mit Zauberei und so, glaube ich, ein bisschen Bestie. Ja, und wir haben gewonnen, voll cool. Jetzt will ich mal probieren, also soweit es möglich ist, gehen wir mal auf Assassin Ninja. Mal schauen, ob das klappt. Das ist natürlich für ihn jetzt uninteressant. Aber, ja. Aber hey, wir haben mal ein Item bekommen und nicht nur ein Gold. Es läuft gut. Wobei, immer wenn es gut anfängt, dann stürzt es in der Regel ziemlich krass ab. Was haben wir denn hier? Wir holen uns mal diesen Knirps und diesen Knirps. Oder Elise wegen Dämon. Da können wir mit Evelyn schon ein bisschen knattern. Das ist das falsche Wort. Bisschen Probleme machen. So, aber ich warte mal, wenn wir jetzt nämlich Gold bekommen. Was wir nicht tun, dann machen wir so. Oh, wir haben einiges bekommen. Das ist herzallerliebst. So, das ist alles nicht so toll. Machen wir mal ein bisschen auf Ritter. Warte, wir holen uns doch Grace. Den können wir nämlich auch als Assassine machen und dann springt er hinten hin und macht's Boom Boom. Okay, die beiden gehören zusammen. Und die beiden gehören zusammen. Das ist eigentlich schon wieder so ein Item, was ich machen würde, wenn ich wenn ich auf Magier gehen würde. Du bist bereits tot. Du hast es nur noch nicht bemerkt. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Das ist alles so semi geil. Für Demacia. Ja, komm. Wir holen die auch mal rein. Vielleicht machen wir dann auch. Ja. Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall erstmal Ritter. Dann bekommen die nicht so viel Damage. Halten mehr aus. Aber. Ja. Wir brauchen halt noch einen Damage-Dealer. Wir können auch den Shen erstmal verkaufen und dann vielleicht Luno rein. Ich weiß nicht. Ja. Aber wie gesagt, am Anfang zu verlieren ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Den bekommen wir. Ja, das können wir ihnen geben, weil das Item hätte ich so oder so gemacht. Da hat mein Handy gerade. So. Entschuldigung, war ein bisschen. Oh Mann, echt jetzt? Kasadin, was machst du für einen Quark? Und der geht auf Magier.
Der geht auf Magier. Wir haben halt bis jetzt noch keinen Assassinen bekommen. Das ist wirklich, wirklich nicht super. Wir können auch jetzt statt ihn sie reintun. Dann haben wir wenigstens ein bisschen. Ja, das ist alles nicht. Das ist alles gerade nicht so, so das Grüne von Ei. Das Grüne vom Ei. Ja, das ist das. Zum Glück ist es nicht das Grüne von Ei. Okay, er geht auf jeden Fall ein bisschen Frosty, ein bisschen Bogen. Das war voll daneben. Aber trotzdem gewinnt er. Wir könnten auch mal wieder wirklich Bogenschützen gehen, aber also machen wir jetzt nicht, aber nächste Runde vielleicht könnten wir das machen. Weil Ash finde ich an sich hier richtig geil. Also, ja, wisst schon. Wir gehen auf Cutter. Weil wir haben dann zwei Imperiale und das ist ziemlich gut. Sie hat auch den Stab. Da können wir die Kombination mit dem, na, mit dem Belt, mit dem Gürtel machen. Also dann hat sie ein bisschen mehr Leben und ihr Magic Damage macht dann auch Brand. Brandschaden. Ist auch geil. Und dann geben wir ihr noch den Stab. Dann kann sie auf jeden Fall das schneller machen. So. Ah, hallo. Dann machen wir den weg. Dann geben wir ihr den da. Und le Stab. Ich weiß, nee. Normalerweise, also ich habe ja gerade überlegt, weil normalerweise, ach, geil. Wir haben nämlich Level 4. Normalerweise schafft sie es eigentlich nur einmal ihr Ulti zu machen. Und wenn sie das schafft, dann reicht es meistens auch aus. Ja. Okay, dann... So, wir brauchen auf jeden Fall auch Cannon. Wir brauchen Akali auf jeden Fall. Da ist noch ein Ninja. Wir können die auch austauschen. Ja, dann bekommt er nämlich den Schaden, nämlich 40% mehr und das ist gut. So. Ja, der will anscheinend auch Assassinen gehen. Gut, er greift den an. Komm, Ulti. Ah, okay. Ein bisschen zu spät, aber er hat schon auf jeden Fall Damage gemacht. Sehr schön. Wir können ihn auch verkaufen und der Cutter das geben. Da machen wir die Cutter als unser Main. Wobei ich eigentlich die Akali als Carry machen will, weil Akali macht einfach so abartig viel Damage. Das ist echt krass. Ja, da müssen wir halt Shen verkaufen, aber... Ja, hier ist der neue Shen. Gut, also hier einmal, flup, flup. Und, ups, Entschuldigung. So, dann verkaufen wir die beiden. Jetzt nochmal. Wir können den jetzt auch nochmal reintun. Statt ihr. Ja, nee, das passt schon. Oh, hier haben wir auch
Pike. Noch eine Assassine. Pike. Weil ich es kann. Wir haben halt. Hey, Pike, hallo. Wir holen uns mal einen Braum, weil vielleicht können wir noch ein Eiswesen aus einem Assassinen machen. Das wäre auch lustig. Hier ist nochmal das, das. So. Wir könnten auch Blitzcrank holen. Nee, warte. Wir holen uns lieber unsere Economy. Viel besser. Wir können uns auch, das werden wir auf jeden Fall machen. Und zwar, uns das Solari hier holen. Alter One-Shot. Junge. Ich habe halt bei den Assassinen auch nur Level 1, das ist halt mega quaki blöd. Ja, das wird schon noch. Wir haben ziemlich viel schon verloren. Hier ist Level 2. Rollen wir mal ein bisschen Morgana. Morgana ist auch ultra strong. Ist auch ein Dämon. Vielleicht könnten wir die Morgana auch als Tank machen. Das heißt, die Geschwindigkeitsklinge, die auch Ausweichen gibt und dann noch Tank-Items irgendwie. Genau, wie heißt das? Solari, genau. Das will ich mir holen. Na? Items sind zwar schön und gut, aber Kata Level 1 ist halt sowas von krass squishy. Das ist halt richtig heftig. So, hier ist Pike. Das ist schon mal sehr wichtig. Jetzt sparen wir aber. Ich meine, wir müssen jetzt nicht gewinnen, weil wir sind sowieso im Moment als erstes dran. Und das wollen wir so behalten. Also als nächstes Item werden wir... Rüstung oder entweder Rüstung oder den Bogen oder warte, ich muss mal kurz nachschauen, was welches Item Solari ist. Ja, okay, das gewinnen wir. Solari. Ah, der Stab und Rüstung. Okay, dann holen wir uns auf jeden Fall die Rüstung. Rüstung. Wo bist du, Rüstung? Es gibt keine Rüstung. Das ist sehr ärgerlich. Dann holen wir uns den Stab hier. Wir könnten uns auch Eve holen. Aber das machen wir nicht. Also noch nicht. Also wir haben zu ein geringes Level, als dass jetzt Eve noch sinnvoll. Also schon sinnvoll wäre. Sie würde dann zwar ziemlich viel Magic Drain, also Dämon eben hier Mana-Verbrennung, genau. Bekommen, aber das ist uns gerade egal. Und wir haben sowieso die bekommen. Wen wollten wir jetzt austauschen? Sie, oder? Ja, wahrscheinlich. Hm.
Nee, Level Up gehen wir noch nicht. Gut. Das Item geben wir dann der Person, die unser... Hey. Die unser Midlaner... Alter. Das war heftig. Unser... Na? In der Mitte quasi. Also unser Tank, unser Vorstand ist. Genau. Und der bekommt dann eben das Item. Also der Varus ist schon echt nervig. Aber ich bekomme ja auch nicht das, was ich haben will. So. In der Tiefe lauert Wahnsinn. Wir sparen nochmal. Zwei, vier, sechs, sieben. Alter, der. Wieso? Der geht dann auf. Ja, der geht auf Winning Streak. Alter, der hat schon sieben. Junge. Okay. Der hat halt keine Economy, aber dafür hat er sehr viele Einheiten drauf. Ich muss halt, also dagegen wäre richtig geil gewesen, eine Cutter, die durchkommt mit ihren Ulti. Ah, hallo. Das ist sehr gut. Ich mache jetzt auch Level Up. Ja. Ich könnte auch Eve reinholen. Aber das Problem dabei ist, also der Vorteil an Evelyn ist, dass sie halt hinterspringt und dann die, Alter, wir haben nur noch 25. Jetzt aber. Genau, und dann eben die, Carries, angreift. Aber viele Carries brauchen gar kein Mana und das ist dann Zauberermeister. Nochmal Cutter. Ohne Gnade. Und ja, eher. Mal sehen, woraus sie gemacht sind. Zauberermeister brauchen wir jetzt nicht. Behalten wir uns mal. Also das brauchen wir dann für die Rüstung. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir können eine 6er Ninja schon gehen, aber das würde ich nicht machen. Und der ist auch... Wieso jumpt der eigentlich vor mir? Das ist sowas von nervig. Sehr gutes Ult. Ja, Morgana halt. Also Morgana ist... übertrieben geil. Okay, wir brauchen Akali und dann Kennen. Wir haben immer noch kein Kennen gesehen. So, das kenne ich gar nicht. So. Das wird unser Nächster. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Gut. Okay, den haben wir überlebt. Mal schauen, wie es da geht. Den könnten wir auch besiegen. Cutter, bitte. Ja, wurde unterbrochen. Scheiße. Ja, den besiegen wir dann eben nicht. Ich könnte auch Cutter nochmal verkaufen. Klingt jetzt wie ein Troll. Aber wenn ich Cutter verkaufe und ihr die Items gebe,
Aber hier ist keinen. Ah, komm. Oh Mann. Boah, ist das ärgerlich jetzt. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Wenn ich das überlebe, gehe ich Level auf. Ja. Gut, Level up. Okay, jetzt brauche ich Rüstung. Hier. Gut. Also gebe ich Morgana. Ah, shit. Jetzt muss ich wirklich all in gehen. Also auf jeden Fall Level up. Dann versuche ich warte, dann gebe ich ihr das Item. So. Gut, wer kommt dann rein? Oh, vielleicht nochmal ihr. Dann haben die beiden auf jeden Fall schon mal einen geilen Bonus. Nochmal Cutter. Okay, mal schauen, ob ich das gewinne. Die beiden geben... Ah, okay. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus jetzt. Okay. Puh, gut. Also, Nummer 1 ist geschafft. So, hier sind die ganzen Ninjas. Okay, wir brauchen noch Akali. Und dann kann ich die beiden reintun. Elise machen wir jetzt nicht. Akali. Kennen. Wir machen noch ein Pike rein. Zweimal Stun ist, glaube ich, besser als nur einer. Wir bekommen keine... Hier, Akali, gut. Ah, oh, komm, komm, Guys. Das nochmal gewinnen. Super Ulti, richtig geil. Yes. Das war wichtig. Gut. Also. Jetzt holen wir die Ninja-Fraktion rein. Das heißt 80% Angriffsschaden und das ist gut. So. Der kommt raus. Ah, ich lasse ihn nochmal kurz drin für die. Gut. Also ich habe jetzt... Genau. Ich brauche jetzt nur noch einen Shen. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. Schade um Morgana. Also Morgana ist extrem, extrem gut. Aber dann haben wir einen weiteren Assassinen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 4 Assassinen, ja. Ich könnte auch Morgana drin lassen und einen Pike raustun. Nur ein Item. Ach, come on. Klingmeister. Gut, also dann fangen wir mal an. Hier einmal und hier einmal. So. Evelyn ist hier. Pike ist da. Warte, wir tun Elise raus. Ich hoffe, du magst es heftig.
Hier nochmal Darius raus. Ja. Alter, wieso muss ich gegen ihn ran? Ja, und sie kämpft natürlich jetzt gegen... Oh, komm. Wieso muss ich gegen den Fetten ran? Das ist so unfair. Nee. Aber wir haben auch nicht die richtigen Einheiten bekommen. Gut, hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.